Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Unserem Planet Erde bekommt ein Einfluss von Seginus. Diesem Stern Seginus befindet sich im Sternbild Bärenhüter und bewacht und beschützt uns gerade. Nicht nur uns bewacht und beschützt diesen Stern, sondern beschützt auch den großen Bär und auch den kleinen Bär. Und dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau namens Callisto. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Callisto. Callisto wurde schwanger und gebar einen Sohn namens Arkas. Das Problem war aber, dass Zeus verheiratet war. Und seine eifersüchtige Ehefrau Hera bestrafte Callisto und verwandelte in einen großen Bär und vertrieb ins Wald. Das Kind Arkas wurde größer und ging zum Jagen in die Wald und begegnete seiner Mutter. Arkas erkannte nicht in diesem großen Bär, das eigentlich seine Mutter ist. Aber Callisto erkannte ihr Sohn Arkas und wollte umarmen. Arkas bekam Angst und wollte den großen Bär töten. Zum Glück kam Zeus und rettete den beiden und setzte beide im Himmel, den großen Bär und ihr Sohn Arkas, den kleinen Bär. Und das ist dieses markante Sternbild im Himmel, was wir bewundern können. Man sagt auch, die großen Wagen sieht wirklich aus wie ein Einkaufswagen und den kleinen Wagen. Und diesem kleinen Bär oder kleinen Wagen befindet sich der Nordpol, unserem Polarstern. Und das ist die Geschichte dazu. Und Seginus, diesem Stern, im Sternbild Bärenhüter, bewacht und beschützt den beiden. Und heute wirkt auf unserem Planet Erde. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Lesat bestrahlt den heutigen Mondbewegung. Lesat, diesem Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Dann können Sie fragen, was sucht ein Stern von Skorpion hier im Schütze? Die Antwort ist einfach: Die Sternbilder sind unterschiedlich groß und sie sind verbunden, verschmelzen miteinander. Also kein Wunder, dass diesem Stern Lesat bestrahlt den heutigen Mondbewegung und wirkt für den heutigen Tag. Und das ist die Biss des Skorpion. Das kann heute passieren, dass jemand ein bisschen bissig ist oder sagt etwas und dieses Wort verletzt uns gerade. Nicht nur Lesat bestrahlt den heutigen Mondbewegung, sondern auch Aquileius und Akumen. Das sind Nebel, beide, und befindet sich in die Nähe von galaktischem Zentrum, die Milchstraße. Unserem Sonnensystem befindet sich in diesem Galaxie Milchstraße. Es gibt viele Galaxien und unsere Heimatgalaxie ist der Milchstraße. Und diese Milchstraße hat ein Zentrum und in diesem Zentrum zeigt die Schütze. Und genau in diesem Punkt bewegt sich heute der Mond in Richtung unserer Galaxie, Milchstraße, die Zentrum unserer Galaxie.
das hat auch eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist, konzentriert zu sein. Und auch wenn das alles undurchschaubar benebelt ist, trotzdem die Ziel ins Auge nicht verlieren. Und das ist die Bewegung von Sternen, das wirkt auf unserem heutigen Tag. Und wir schauen jetzt an die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Waage in Westhorizont unten. Das heißt, für die Wiedergeborenen wahrgenommen werden, das ist das die große Bedürfnis gerade, oder etwas ins Licht zu bringen. Ein Aufstieg, gerade die Wiedergeborenen. Die Gespräche können immer noch unangenehm sein, das hat sich jetzt nachgelassen, zum Glück, aber kann immer noch passieren, dass ein Gespräch trifft die Wiedergeborenen und das ist etwas unangenehm. Aber Veränderungen sind auch zum Erwarten und die Chancenmöglichkeiten sind da für diese Veränderungen. Und das sollen die Wiedergeborenen oder sollen wir Wiedergeborenen ins Auge halten, Ziele setzen und in diese Richtung schauen. Und auch wenn das alles undeutlich, unklar erscheint momentan, trotzdem konzentriert bleiben. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Bei den Stierdamen ist das Glück da, dass ein männlichen Person nähert, eine Versöhnung oder eine Begegnung, eine schöne Verbindung und ernsthafte Verbindung mit einer männlichen Person. Die Stiergeborenen sind noch ein bisschen unsicher. Aber in die kommenden Tage kommt die Bestätigung und kommt auch die Ruhe, kommt auch die Sicherheit und Stabilität und auch die Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen im inneren Gleichgewicht achten und immer noch daran denken, wo setzen sie ihren Kraft ein. Die galaktische Zentrum vermittelt etwas für die Zwillingsgeborenen Ziele setzen und diese Ziele nicht ins Auge verlieren. Und genau in diesem Punkt die Mondbewegung zeigt in die galaktische Zentrum und die Zwillingsgeborenen genau gegenüber hier bei Zwillingen ist die Richtung die Polarstern, dem kleinen Bär, was ich erzählt habe, diese Geschichte. Hier ist die Polarstern. Das heißt nicht, dass die Polarstern in Tierkreiszeichen Zwilling befindet, aber in die Richtung, in diese Richtung sollte man schauen. In diese Richtung befindet sich den Polarstern zum Orientieren. Und das ist wichtige Botschaft gerade für die Zwillingsgeborenen, aber auch die Schützengeborenen, die Richtung bestimmen, konzentriert bleiben, auf eine Richtung die Kraft einzusetzen, dass das nicht allzu viel wird und die Ziele nicht ins Auge verlieren. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich momentan ein bisschen unsicher. Wo sie Glück haben, und da kommt auch die Bestätigung in die kommenden Tage, das sind die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche können unangenehm sein momentan, kann auch bedeuten, dass es etwas gebremst ist oder hat bei vielen Krebsgeborenen mit der Vergangenheit etwas zu tun, klärende Gespräche, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das Versuchen in Ordnung zu bringen, eher in einen anderen Zeitpunkt. Aber wo sie Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben eine neue Aufgabe. Zurzeit erleben sie in beruflichen Situationen. Da sind die Chancen, auch das Glück zum beruflich verändern und die Ideen sind da. Vielleicht ist ein Neuanfang. Bei vielen Löwengeborenen ist es auch so, dass sie etwas Neues starten, aber sie sollen auch diese Chancenmöglichkeiten nutzen und auch ihre schöpferische Kraft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren fühlen sich immer noch beengt in die Arbeitsplatz oder bekommen zu wenig Anerkennung. Sie suchen Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Es sind Einschränkungen da momentan, aber in den kommenden Tagen kommt eine Verbesserung.
In die liebe Partnerschaft haben die Jungfrau-Geborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Wagen-Geborenen sind Veränderungen da, mindestens die Chancen und die Möglichkeiten, auch beruflich etwas verändern, auch in die Liebepartnerschaft etwas verändern. Aber die Wagengeborenen brauchen zurzeit die Mut und auch eine klare Entscheidung. Also nicht lange zögern, sondern diese Chancenmöglichkeiten wahrnehmen und auch gleich nicht lange überlegen, sondern diese Chancen auch nutzen, weil das ist eine Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, ist noch Unklarheiten da, die Gespräche sind auch etwas unklar. Wo sie aber Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft. Da sind die Leidenschaft, da sind die Möglichkeiten, Chancen, aber nicht nur warten und warten und warten, bis die andere meldet, sondern auch die Kontakt aufbauen oder Interesse zeigen oder ein Kompliment aussprechen oder Gefühle zeigen, weil so kommt das in Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren kommen Veränderungen und das ist auch wichtig, was die Sternbilder erzählen. Akuleus und Akumen, die Zentrum des Galaxie, Ziele setzen. Und auch wenn das unklar ist, dabei bleiben, nicht aufgeben, weil jetzt sind die Chancen da, etwas zu verändern, verbessern. Viele Schützengeborenen ändern sich beruflich, einige Schützengeborenen machen eine Reise oder haben Kontakte im Ausland. Die Schützengeborenen befinden sich zurzeit in einer Wandlung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen war eine gewisse Spannung da, was die Gespräche betrifft. Das kann heute immer noch treffen, obwohl das lässt sich langsam nach. Wo aber die Steinbock-Geborenen Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Sie werden noch wahrgenommen, sie können einiges in Bewegung setzen, etwas organisieren. Wo die Einschränkungen sind, gerade bei die Wassermann-Geborenen, das ist die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen geht nicht besonders gut heute. Etwas kränkt die Fischen-Geborenen. Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt jetzt handeln, weil das ist zu unklar, unsicher alles. Aber ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen kommt. Die Ruhe, die Gelassenheit, die Heilung, die Bestätigung und kommt auch das Glück. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.